abzulegen. Ja, vor allem sogar die Brüste. Bitte was? Ja. Vernünftige. Ah ja. So was wie euch kenne ich schon lange. So genüge. Oh, hier ist ein Haus, wo ich bin. Echt? Wo bist du? Ja, das hatten wir auch noch nicht. Ich hab einen Hund gefunden. Und, mag er dich? Das werde ich gleich herausfinden. Ja, Pfiffi, komm her, komm. Komm, put. Wo willst du denn hin? Bonnie. Ja? Hat geilste Situation ever. Ich guck den Zombie an, er guckt mich an, ich guck den Zombie an, er guckt mich an. Aber er ist zu voll aufzustehen und läuft nicht mit mir hinterher. Oh. Traurige Situation für dich. Ja. Er mag dich wahrscheinlich nicht. Und jetzt höre ich einen Zombie und weiß nicht, wo er ist. Sag, der springt jetzt hier aus irgendeiner Bierflasche raus. Ah, ja, was wollte ich? Mama. Headshot. Oh. Hä? Wer haut mich denn da? Fifi. Verdammt in die hier. Ja, was ist das? Ja, geil, Alter. Schön gegen den Schrank gelaufen. Aber cool. Bleib liegen. 80 Meter, ja. Ach, da, die Holzbude. Hier ausgedribbelt. Dann kann ich den kann auf die 12 gehen. Ah, cool. Keller aufgemacht. Oh, komm her, du. Ich krieg fliegen, komm zu Papa. Ah, das hat auch gehört. Ach, dann hast du abgewartet und. So. Die Spucker habe ich auch bei mir im Spiel. Ne? Der eine spuckt Säure. Wo ist das Haus? We have a little problem. Yes. Der Zombie ist gerade beim Looten einfach despawned. Ah! Ja, so habe ich mich gerade auch angehört. Was machst du? Läuft der mit mir mit gezogenem Messer an? Ah! Sag doch verfolgt. Was! Hunger! Ich habe eine Sporttasche gefunden, da sind Pillen. Hallo, meine lieben Zuschauer, wie ihr seht, der Udo ist immer für eine Überraschung gut. Willkommen bei 7 Days to Die. Das ist ein kleines Häuschen. Und hier ist alles gelootet. Da hinten in der Scheune kann auch was sein. Da war ich schon. Aber ich glaube, im Brunnen ist was, habe ich so vom Gefühl. Wie du hast Gefühle. Das war verletzend. Das war Spaß. Mir fehlt mein elektrisches Messer. Oh yeah. Willst du mitkommen? Hab ich recht? Oh ja, ich hab recht. Und, oh Scheiße! Was denn? Hier ist eine Tür. Okay. In der Kamera. Einmal Hockey. Einmal Tür auf. Tür ist verschlossen. Oh Scheiße. Das finde ich nicht nett, das. Top voran, vielleicht macht jemand auf. Oh, 15.000. Okay. Das ist, muss einen anderen Weg da reingeben. Oh, Mädel, geh doch mal die Treppe hoch. Da hauen wir uns auf. Sind so viel Erfolg dabei. Ja, lass mich mal was ausprobieren. Schaufel. Spitzhacke. Ah, hier ist ein Keller. Hast du einen Keller gefunden? Ja, hier ist ein offener Keller.
Okay, dann komme ich. Ich muss nur wieder da raufkommen. Hüpfen. Ja, ich hab's gemacht. Bringen. Ja, ich hab's gemacht. Ich hab's mir gemacht. So. Okay, ich gehe wieder raus, ja? Nee. Wieso? Oh. Ich komm doch rein. Ja, lass dir gerne den Vortritt. Könnte ein Teller hier drin sein, ne? Oh, sieht aber gut. Okay. Gruselig aus. Ich habe ja noch Muni dabei. Ich schon mal hinüber. Aber er ist ja voll breitbeinig. Warte mal. Warte mal, warte mal. Machen wir nicht wach. Ich muss gerade mal gucken, wo mein Anti-Grün-Ding drin ist. Und muss den in meine Schrotflinte reintun. Verändern. Abschließen. So. Jetzt kann ich den killen. Kill mal. Guck zu. Schon mal drauf, ja, mit einem Schuss schaffe ich das nicht. Nee, ich mache mehr Schaden, wenn er ja... So, jetzt kriege ich ja Schadensbonus. Jetzt darfst du schießen. Ab du! Warum stehst du nicht auf, blöde nur? Alter, du gibst mir noch aber Eier. Komm hoch, komm. Noch ein Schlag und... Ich höre die Geschichte. Hab du gesagt, dann kriegen wir ihn in den Platt. Okay, das sieht sehr spannend aus. Okay, du rechts, ich links, oder? Mhm, sieh, Senorita. Hier ist ein Gang mit einer 2 und einer Tür. Den Gang mit einer 1 und einer Tür. Und ein Gang mit einer 3 und 2 Türen. Ja, toll, der blöde Zombie steht schon in der Tür. Ach, warte mal, bleib mal da stehen. Hm? Oh, ich hasse das. Anderen Spielen ist das mit ihm. Hier. Bonnie? Ja? Eine neue Information. Mhm. I was on the ice world. Okay. Also ich gehe hier jetzt nicht weiter, ich gehe jetzt nach rechts so. Hinter dir ist einer. Hinter dir. Mutti ist aufgestanden. Mutti kriegt einen, wird jetzt auch frostig. Gut durch, die Max gut durch. Oh. Ich bin jetzt tot. Oh, hier liegt ein Rucksack. Jetzt meiner. Achso. Lustig. Lustig, lustig, tralala. Bald ist, ja, bin ich wieder da. Bald bin ich wieder da zum Looten. Achso, Ronny, ich habe immer noch Munition für dich und ich habe Dünnpfiff, glaube ich. Ich sehe alles verschwommen, nachdem ich ein Ei gegessen habe. Hier sind nur draußen jede Menge Zombies, mein Problem. Ich gehe zum Airdrop, der ist nicht mehr weit von mir. Mhm. Ja, voll keine Fliegen kann. Ich hoffe, dass ich alles mitnehmen kann, weil ich bin faul eigentlich. Du bist faul? Ja, faul bin ich auch, aber das musst du doch nicht jetzt hier erwähnen. Ich hab's nicht erwähnt. Du hast gesagt, du wärst faul. Blip. Da bin ich wieder. Duschen? Warum nicht duschen? Hier ist breit. Toiletten habe ich schon durch. Okay, Toiletten bist du gewesen. Okay. Was sind hier? Sind nur Toiletten. Was für ein toller Raum.
tun. Gut. Also, gebrochene Knochen, 6 Minuten. Okay. Nächste Tür, nächstes Glück. Nee, nee, die Tür meine ich auch. Dann sterbe ich gleich. Nein, die Tür brauche ich nicht aufmachen. Der Hulk steht schon dahinter und pennt noch eine Runde. Ich habe die Waffe nachgeladen. Wenn ich sie dann wieder in der Hand nehme, ist sie wieder leer. Na gut, machen wir erst. Ich habe eine Brücke gefunden und der Airdrop liegt ganz unten. Ich habe rausgespottet. Conny? Ja? Schlechtes Omen. Mache ich doch gerne für dich. Ja, Pause. Noch ganz schlechtes Omen. Was denn? Du hast Durchfall? Kann ich auch gerne, ne? Ja, ich glaube, ich bin jetzt voll. Ich habe noch einen Slot frei. Ich komme in deine Richtung, du übernimmst den, ne? Hallo. Oh, hier ist ja noch einer. Ja, eben. Ich hab 5er Stiefel. Ich kann meinen Stiefel wegwerfen. So, Nummer 1 ist tot. Oh, schön noch. Sind noch 2 übrig. Ist besser als Holzknüppel Stufe 6, Pony? Das musst du selber gucken. Oh, ich bin mit dem Dämon, ne? Ja, alles klar. Ach, jetzt habe ich ja auch noch. Ja, nie. Ich benutze jetzt erstmal einen Baseball-Li. Oh, Pala, ich habe meine weggeworfene Kohle eingesammelt. Oh. Oh, juckt das. Bleibt doch nie. Mann, ich habe ein anderes Problem. Ich weiß nicht, wo ich reingelaufen bin, aber die Zombies fanden es nicht schön. Ich habe noch immer einen grünen, den ich gerade kill. Oh. Immer noch durch den Knie schießen, das läuft ja, ne? War das? Ich geh mal zum gespotteten Haus. Mal gucken, ob ich sterbe. Ich pack mal auf mein Base. Okay. So, ich hab ne gute und ne schlechte Neuigkeit. Ja, du bist bitte. Tot? Noch nicht ganz. Ja, dann war das anscheinend ja nicht die schlechte Nacht. Jetzt habe ich eine gute. Die Zombies sind alle tot. Nee, einer ist immer noch lebendig, ein Grüner. Der will nicht sterben. Ich bin auf Nummer sicher gegangen, weißt du? Oh. Jetzt der Raum leer, jetzt können wir noch mal rein und looten. Ja, jo. Die Tür ist verschlossen. Wie soll man denn da reinkommen? Wahrscheinlich okay. Musst du irgendwas finden, um den zu öffnen. In 1 waren wir schon drin, in 2, in 3, ne, in 3 waren wir schon, ne? Lehm und Samen gefunden. Und nein, keine Angst, es ist nicht dein Samen. Ja, falls du denkst, es hat hier jemand Samen geklaut oder so. Ich bin in einer sehr bremslichen Situation gerade. Oh, hier waren wir schon mal. Oh nee. Ich habe das gleiche Haus nochmal gefunden, wo wir schon mal waren. Das sieht zumindest genauso aus. Läuft immer noch gut aus dem Kopf, wo ich ihn vor 10 Minuten abgeknallt habe. Ah. Jemand hier? Ja. Die Zombies sind respawned. Heißt es dann auch, dass der Loot wieder respawned ist, oder? Ja. Ja. Oh nee, das war das mit dem ekelhaften Keller. Der so richtig ekelhaft verwinkelt war. Nein, das heißt, die Türen sind ja auch jetzt neu verschlossen, ne?
Da ist noch Medizin hier in dem Schrank drin, da kann ich nicht mitnehmen. Oh, das ist gut, eine Schiene brauche ich gerade mal. Oh, da passt ja. Benutzen. Du kannst das zurzeit nicht verwenden. Warum nicht? Ich habe ein gebrochenes Bein. Nee, das ist nur verstaucht. Och, fuck, mich verfolgt eine Dicke. Oh, und wir können die Tür jetzt hören. Ja, das ist das Problem der Attraktivität. Warum steht die wieder auf, die dumme Fotze? Ah, bitte, ja, also ein bisschen mitnehmen. Ronny, dann ist doch gut, dass wir das andere nicht spielen. Nein, ich hab in eine Sackgasse gelaufen, ich voll Vogel. Bitte, bitte, die steht ja ein sechstes Mal noch auf. Muss man richtig treffen. Echt? Zombie springt man um, indes man ihn in den Kopf schießt. Ja, hab ich auch schon mal gehört. Ich hab jetzt mal meinen Kopf geschossen. Oh, jetzt geschissen. Drei, ne? Und wo kommt der denn jetzt? Ne, zwei. Oh. Er probiert sich irgendwo einer durchzuschlagen. Ja, hab ich die Zombies hier mal umgelegt, da hinten. Okay, geh mal. Doch. Hm? Ich muss ja. Oh, guck mal, ein Terrarium. Oh, wie süß. Aber da ist nichts drin. Hier sind noch Sachen drin, die ich nicht mitnehmen kann. Und schreist du mich an? Schreib mal an. Sachen. Tja, irgendwo. Elektrische Teile kann ich nicht tragen. Was ist das denn? Immer noch ein Zombie hier. Ah! Ich hab einen Kollegen gefunden. Ah, das ist schön für dich. Das ist aber nett, dass wir einen Sack da lässt. Kann man auch gerne mal. Was ist denn das hier? Aber irgendwie muss diese Tür aufgehen in der Mitte. Ronny, eine Frage. Was ist der Unterschied zwischen WD-40 und WP-60? Weiß ich nicht. Ich habe gerade WP-60 gefunden. Auch das WC-60. Also irgendwie muss diese Tür in der Mitte aufgehen. Oder... Nee, die Tür geht nicht auf. Ich sehe was, was du nicht siehst. Und das ist? Guck mal hier von der Ecke rüber. Hier, von meiner Ecke hier. Von deiner Ecke. Und dann guck mal rüber. Siehst du die Luke da vorne? Ja. Ja, das ist unser Brunnen. Oh. Weil ich guck schon die ganze Zeit hier unten lang und hier unten sehe ich auch nichts, wo ich reinkommen könnte. Wir könnten theoretisch noch eine Etage tiefer. Ja, aber wie? Wie? Einfach schon. Das ist keine Treppe. Ja, und dann kommst du nicht wieder hoch und dann? Da ist ein Tor unten. Treppe kann man bauen. Nee, da unten ist ein Tor drin. Hier, an der Seite hier. Ja, dann gehen wir runter. Ach, guck mal an. Toll, wie soll ich denn da reinkommen? 10.000 ist ein bisschen viel. Aha, hier ist ein Gang offen. Hier ist ein Gang offen. Und da geht's hoch. Und dann bin ich in einer Toilette. Das war, glaube ich, nicht da, wo wir hin wollten. Also was möchte uns das Spiel damit mitteilen? Dass wir irgendwo was übersehen, wo ein Gitter ist, wo wir durchkriechen könnten. Aber wo? Das ist 2000. Das wird sich sein. Auch 2000. 1000. Also irgendwo muss es was geben. 1000. Wir sind einfach blöd. Wir sehen es nicht. Das ist ein Gang nach.
Ich hasse das I. Ich hasse sowas. Wahrscheinlich stehen wir direkt davor und wir sehen es nicht. So, irgendwo wird ein Zugang sein und wir sehen ihn nicht. Wie soll man sonst hochkommen? Dann das Klo oder was? Muss man ja. Es wird was geben. Das ist das Schöne an dem. Ich hab's gefunden. Oh. Das ist doch echt eine Scheißnummer hier, echt. Hab's gefunden. Geh doch mal die Schneider hoch und dann springst du. Ich hab einen Eisensperrstufe 5. Sehr schön für dich. So, wo bist du? In der Küche. Da ist auch ein Gitter am Boden gewesen. Das kann man zerstören. Dann ist man nochmal im Keller. Küche, welcher Raum ist das? War 3, ne? Ich glaube, wo ja, die 2 Türen also waren. Mein Kopf guckt raus. Ist er doch so. Und so. Und dann hier ist eine verrottete Tasche. Schon mal. Hoch. Hopp. Ja, ich komme aber nicht hoch. Warum? Vielleicht weiß ich warum. Ah, jetzt geht's. Das ist aber auch 10.000. Das ist also nicht. Da kommen wir auch nur zu diesem Kreuzungsweg, wo wir schon mal waren. Das ist also auch nicht der Weg. Ich bin begeistert. Gitter auf dem Boden, sagt er. Gitter auf dem Boden. Waschmaschinen. Also irgendwo muss auch ein Gitter sein, was wir übersehen haben. Das hatten wir ja schon. Na, ich geb's auf. Ich komme nicht drauf. Ich find's nicht. Wahrscheinlich total doof und ich find's nicht. Jetzt die 3. Und renn ich jetzt rüber zur 2. Da war ich auch schon. Von der Logik her muss es eigentlich in der 2 sein. Aber hier ist nicht. Ja, ich seh's. Mach mal das Sofa kaputt, vielleicht ist es da drunter. Entwickler sind doof. Es gibt 100 Pro eine Möglichkeit, wir finden sie nur nicht. Hallo! Hallo, Digga! Legst du dich hin, dass das nicht? Ja, jetzt kam Tommy raus. Er ist wahrscheinlich von oben reingefallen. Er ist von oben reingekommen. Hier ist aber auch nichts. Okay. Geht er nochmal nach oben und dann in den Brunnen rein. Alles andere ist doch kacke. Ja. Was wir noch versuchen könnten, ist durch die Mauer graben. Vielleicht ist das Mauerwerk nicht so stabil da unten. Viel Spaß beim Brunnen. Obwohl das Mauerwerk hier unten ist 5000, also von daher. Ja. Hm.